Tagesschau. Diese Themen haben wir unter anderem für Sie. Mit Geißen gegen Büsche. Und morgen flaut die Biese ab. Jetzt liegt alle Macht in seinen Händen. Jesus, der Messias, sagte, ich habe die Macht, mein Leben hinzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu nehmen. Das Leben Jesu verlief so, wie von den Propheten vorausgesagt. Dies beweist, dass Gottes heiliges Wort der Schriften wahrhaftig und unverändert ist. Es ist, wie die Propheten sagten, das Wort des Herrn ist rein, ohne Sünde. Dafür Folter, Misshandlungen und Vergewaltigungen. Die Wirtschaftsbilanz ist also nicht wirklich positiv. Das ist natürlich nicht das, was wir uns hier in der Schweiz wünschen. Ich mache mir große Sorgen. Das sei im Interesse aller, fand der Bundesrat. Und das hatte auch die Schweizer Stimmbevölkerung vor 2 Jahren in einer Abstimmung befürwortet. 5 ab 12 ist ganz sicher. Wir können gehen und stehen, wo wir wollen. Wir werden beobachtet. Es kommt vielleicht einmal eine Zeit, wo da nicht mehr gerade viel, wo die Leute vom Mond oben runterkommen, schauen, wie es da unten aussieht. Nicht mehr nur kälter. Du siehst sie, wenn du aus dem Fenster guckst oder den Fernseher anmachst. Du kannst sie spüren. Die Zecken. Diese Tierchen haben Großes vor. Fressen. Und der Meeresspiegel steigt an. Und mit ihnen auch zahlreiche seltene Pflanzen und Tiere. Und in 2 Stunden gibt's hier 10 vor 10 mit Susanne Wille. 10.000 Franken, Katja. Vielen Dank, Susanne. Und mit 1 gegen 100 geht's hier weiter nach Meteo. Wir wünschen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Meteo wird Ihnen präsentiert von Rise. Meteo ist Ihnen präsentiert worden von Rise. Das folgende Programm ist in einer Hörfilmfassung zu empfangen.